Pfeifen gehört zu seinem Repertoire. Ob Tanzen und Singen nun auch dazu gehören, das werden wir gleich feststellen. Die Fußballfans unter Ihnen kennen ihn richtig gut. Er ist ein waschechter Bremer und es ist für ihn heute bestimmt eine ganz neue Erfahrung, selbst mal gewertet zu werden. Gemeinsam mit seiner Profi-Tänzerin Nina Martius wird er jetzt gleich eine heiße Sonnenhaus-Paket legen, die sich gewaschen hat. Nina ist übrigens eine der Tanzlehrerinnen, die in der Tanzarena all das tut, was es braucht, um diese Tanzschule so großartig zu machen, wie es tatsächlich ist. Und zwar so großartig. Meine Damen und Herren, Nina Martius und der Schiedsrichter des DFB, Peter Gallemann mit Sing, Sing, Sing und einem Künstler. MSV Duisburg 2:0 in Berlin gewonnen hat. Moment, ich komme aus Duisburg, das ist schon mal so. Entschuldigung, in welcher Liga? Das macht der immer. Ja. Der hört sich so gerne selber sprechen, ja. Der hat einfach geschickt, die kann nicht. Das ist das mit den Leuten, die im Glashaus sitzen, die sollten nicht mit Steinen. Ja. Nein, jetzt wollen wir zu dem Herrn Gagelmann kommen. Das Schöne ist, ich habe gesagt, hör mal zu meiner Mutter, wer hat denn gepfiffen? Und da hat sie mir gesagt, ein Herr Weiner. Da habe ich gesagt, haben wir ja Glück gehabt, dass der Gagelmann heute Abend hier tanzt. Vielleicht hätte der MSV dann nicht gewonnen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Tanzen. Oder zu dem Künstler. Oder, ja, so, haben wir so gesehen. Es gibt auf YouTube einen sehr schönen Film von so einem kleinen südamerikanischen Schiedsrichter,
der da so ganz doll seine Karten zückt. Ich weiß nicht, den kennen Sie bestimmt auch, den Film, ne? Nein, natürlich nicht. So sah es nicht aus, weil der war im Takt und der war auch rhythmisch, der Typ. Aber man muss ihm zugutehalten, dem Mutigen aus Bremen gehört die Welt. Und dafür hatten sie eine wunderschöne Partnerin. Ich glaube, sie... Und wenn sie demnächst wieder Duisburg pfeifen, ich sag da, Mensch, er kann zwar nicht tanzen, aber hoffentlich pfeift er dann wenigstens wieder so richtig, wie er wahrscheinlich sonst auch pfeift. Weil sonst wäre er nicht in der Liga, wo er wäre. Naja, es war nett, anzusehen. Wir haben die Message verstanden. Ich glaube, wir gehen uns sofort rüber zu den Wertungen. Ich möchte noch ganz kurz einen Satz sagen, weil es ist, man muss noch eines wirklich loben erwähnen. Sehr gerne, bitte loben den Gegenwart. Man sieht den Mann ja meistens in kurzen Hosen, heute hat er lange an. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Fußballfans in Bremen haben es gerade nicht so einfach. Und jeder, der sich mit Fußball auf dieses rutschige Parkett wagt, hat ohnehin schon mal einen Applaus verdient. Und als Letztes, wer sich auf dieses Parkett wagt und von dem, was er tut, in diesem Moment tut, nicht viel versteht und trotzdem so eine Charme-Performance hinlegt, ich finde, das muss man bedenken. Es gibt bei Ihnen in der Bundesliga so viele Menschen, die auf den Platz gehen und nichts davon verstehen, was sie tun. Fragen Sie mal Kevin Corradi. Also, ich finde es sehr schön, dass Sie diesen Mut und diesen Charme aufgebracht haben, hier das zu machen. Die 4, Uta, die 3, die 5, okay, aber zusammengerechnet, jetzt aber, Sie können das alles wieder wettmachen. Wir hatten eine 3, ich muss das aufschreiben, eine 4 und eine 5, das machen wir in der Rechnung, 12, so. Auf geht's. Meine Damen und Herren, 1, 2, go! Thomas? 96. Roberto, jetzt habt ihr mich total durcheinander gebracht, weil er ist wieder schuld, weil wegen ihm haben wir jetzt die 1 wieder zur besten Werbung gemacht und trotzdem zieht er sie nicht. Also, anyway. Wir haben jetzt einen Applausometer. Ja. Zieht dann seine Stimme an? Nee, wir rechnen einfach aus, was nachher an Gesamtsumme. Okay, und der dann danach wundervoll, du kennst ihn wieder. Dann war auch meine Rechnung richtig. Okay. Ich mach mal rechnen. Alles wundervoll. So, vielen herzlichen Dank und bis gleich. Meine Damen und Herren, Peter Gagermann und Mina Martins. Was sieht man ein Kaufjahr rein, kein Kanzler rein? So.